Guckt euch irgendwie aus dem Bett, so uff, einfach aus dem Bett gefallen. Glück auf Schutz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich bin endlich wieder in der Lage, irgendwas vor mir hinzublabbern. Die ganze Woche ging es mir so richtig dreckig. Ich war mega krank, also wirklich down unter ging gar nichts mehr bei mir. Am liebsten hätte ich mich irgendwie nur den ganzen Tag im Bett rumgewälzt, aber geht ja nicht. Muss ja noch irgendwie auf Arbeit Money verdienen. Und ja, meine Freundin hat mich hier so künstlich am Leben erhalten mit dem ganzen Scheiß hier. Nein, das ist keine Schleichwerbung, obwohl das eigentlich mal eine richtig geile Idee wäre. Das ist bestimmt eine geile Marktlücke, so für irgendwelche Medikamente ein bisschen Werbung machen. Nein, mir ging es, wie gesagt, richtig scheiße und ich habe mich einfach zugedröhnt mit irgendwelchen Sachen, dass ich irgendwie wieder auf den Dampfer komme. Und ja, jetzt geht es ja wieder einigermaßen gut und da dachte ich mir, komm, haust du einfach mal ein geschmeidiges Video raus. Wenn du schon nicht so viel reden kannst, weil ich immer irgendwelche Hustenanfälle bekomme, dass ich mir echt fast die Lunge ausbrechen muss, dann dachte ich mir, machst du ein schönes, geschmeidiges, lockeres Video. Und was bietet sich da besser an als mal wieder ein Video, 5 Fakten über mich. Das letzte Video kam mir extrem gut an. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr jetzt wieder richtig die Daumen nach oben schwingen würdet. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Preis, sondern fangen einfach mal direkt an. Und zwar mit dem ersten Fakt. Ich bin ein extremer Kaffee-Junkie. Das ist nicht normal, Leute. Ohne Witz, was ich am Tag am Kaffee saufen bin, das ist schon krank. Das ist süchtig, Alter. Das ist wie jemand, der, keine Ahnung, am Tag eine Schachtel Zigaretten oder so raucht. Ich brauche Minimum 10 Kaffee am Tag oder so. Und ich weiß nicht, ich liebe dieses Getränk. Ich trinke das sogar kurz bevor ich ins Bett gehe. Also bei mir ist Kaffee nicht irgendwie, dass ich die Klotzen aufkriege, sondern dass ich einfach irgendwie, keine Ahnung, das schmeckt einfach nur richtig geil und ich liebe es. Wir haben jetzt uns eine neue Kaffeemaschine gekauft. Die werde ich auf jeden Fall mal zeigen. So ein Vollautomaten mit Touch-Display und so weiter und so fort. Richtig geiles Teil und ja, wie gesagt, für mich als Kaffee-Junkie-Freak, wie auch immer, richtig geile Sache. Fakt 2. Ich bin ein extremer Speed-Freak. Leute, ohne Witz, ich liebe es einfach nur. Gib ihn auf der Autobahn, ne? Egal, ob das mit dem Auto oder mit meinem Motorrad ist. Also wirklich, ich fahre so oft meine Autos, beziehungsweise mein Auto und mein Motorrad aus. Das ist echt nicht mehr feierlich, aber ich brauche das irgendwie. Wenn ich auf der Autobahn bin, ich kann nicht rumschleichen. Wie manche Leute Tempomat bei 140, 160. Geht bei mir absolut nicht. Wenn ich ein Tempomat reinmache, bin ich irgendwo bei 230 oder sowas. Und wenn ich mit dem Motorrad fahre, muss definitiv einmal auch der Gashahn durchgezogen werden. Egal, wie bescheuert das vielleicht ist. Oder wie crazy, ich brauche das einfach. Und danach fühle ich mich so richtig gut, wie nach einem richtig geilen Sex, Leute. Ist wirklich unglaublich. Fakt Nummer 3. Leute, ich bin ein extremer Langschläfer, ne? Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als früh aufzustehen. Ich denke mal, viele von euch da draußen kennen das bestimmt. Bei mir ist es einfach so, Leute, wenn ich früh aufstehe oder aufstehen muss, kurz vor knapp aufstehe, also 10 Minuten bevor ich los muss, kurz euch irgendwie aus dem Bett, so uff, einfach aus dem Bett gefallen, schnell in das Bad gerannt, nebenbei Zähne putzen, scheißen, keine Ahnung was machen. Also ich mache dann alles gleichzeitig, weil ich und zu spät auf Arbeit kommen, aber ich komme auch einfach nicht früher raus. Ich habe mir, glaube ich, insgesamt 10 Wecker gestellt, das müsst ihr euch vorstellen. Mein erster Wecker klingelt irgendwie 6.55 Uhr und mein letzter klingelt 7.40 Uhr oder 35 oder sowas, also fast eine komplette Stunde, Leute, brauche ich, um aus diesem Scheißbett rauszukommen. Also ich bin wirklich ein absoluter Langschläfer und ich hasse es, wenn ich früh irgendwie eine Stunde, bevor ich los muss, aufstehen sollte. Ich wüsste gar nicht, warum, Leute, ohne Witz, ich wüsste einfach nicht, warum. Fakt Nummer 4. Ja, ich bin ein extremer Technikfreak. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt vom Beruf her Informatiker und so weiter bin. Aber ich liebe es einfach, das Neueste zu haben und dies auszuprobieren und das und jenes. Ich spiele extrem viel rum. Du zischt aus mal meinen Schreibtisch umbauen. Ey, das ist auch nicht feierlich, na, wie oft ich meinen Schreibtisch umbaue. Wann ich wieder neue Technik habe, dann könnte ich das dahin machen. Und das nicht optimale, mache ich es vielleicht dahin. Also wirklich, ich bin ein absoluter Technikfreak. Am besten muss immer irgendwie das Neueste her, wenn ich die Kohle halt dafür habe. Also ich kann mir natürlich auch noch so kaufen, wie ich halt Money habe. Fakt Nummer 5. Man soll es nicht glauben, Leute, aber ich bin ein extremer Ordnungsfreak. Also, bei mir geht nichts über Ordnung. Es sieht zwar nicht immer überall gut aus, aber ich hasse es, wenn ich irgendwo vorbeilaufe. Das steht nicht gerade, das Bild hängt schief oder hier liegt was rum oder da liegt was rum. Extrem schlimm bei mir. Es ist wirklich, ich weiß nicht, schon fast eine Krankheit. Also, ich hasse es, wenn es irgendwo überall total unordentlich ist. Ja, Leute, meine Stimme lässt jetzt wieder langsam nach. Wir haben die 5 Fakten geschmeidig rausgeballert. Ich würde mich auf
jeden Fall freuen, wenn ihr wieder die Daumen nach oben gebt, wie ich schon 100-mal gesagt habe. Aber es fetzt einfach, wenn die Daumen nach oben richtig krachen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr in den Kommentaren schreiben würdet. Ich schreibe übelst gern zurück. Momentan kommen halt nicht ganz so viele Kommentare, was ich echt schade finde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger wird und natürlich mehr. Und ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig. Die Lagerflocks von der Hälfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus. Pssch.